Ich bin Hürrep Bulan, ich bin Floral Designerin. Ich habe mein Studio hier in Prenzlauer Berg, Botanic Art, und arbeite seit 8 Jahren selbstständig. Eigentlich haben die Blumen mich gefunden. Das war ganz zufällig, weil ich habe viele, viele unterschiedliche Jobs gemacht, weil ich einfach Erfahrung sammeln wollte und wissen wollte, in welchem Bereich ich eigentlich gehöre. Ich glaube, einen Beruf zu finden, das dich glücklich macht, war mir sehr wichtig. Und dann haben mich die Blumen zufällig gefunden. Im Blumengeschäft zu arbeiten, habe ich gesehen, erstens, wie viel Arbeit das ist. Es sind wirklich nicht nur Blumen in einer Vase, da steckt eine Kunst dahinter. Was ich immer wollte, war, dass ich selbstständig werde. Ich wollte immer mein eigener Chef werden. Sobald der Kunde und ich alles festgelegt haben, wie es aussehen soll, dann fängt wirklich mein zweiter Teil an. Der Kunde braucht sich dann keine Sorgen mehr zu machen. Dann kommt nämlich die ganze Logistik, Materialkauf, wann kaufe ich es, was brauche ich. Ich will unterwegs sein, ich will neue Locations sehen, ich will die Freiheit haben, auch außerhalb von Berlin Events machen kann. Meine Leidenschaft liegt schon so ein bisschen mehr in Installationen, weil da kann ich wirklich mich mit meiner Kreativität austoben. Also Fotografie war schon eine lange, lange Zeit so eine versteckte Leidenschaft in mir. Die Fotografie ist genau so ein Teil geworden für mich, dass es ohne gar nicht mehr geht. Ich möchte hundertprozentig zufrieden sein mit meiner eigenen Arbeit, um die auch meinem Kunden zu präsentieren.